Hallöchen Leute, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Heute gibt es nochmal eine kleine Ergänzung zu diesem Video hier. Wir gucken uns heute nämlich nochmal genauer an, wie diese ganze Sache mit der Verrechnung von Verlusten aus Aktienveräußerung aussieht. Da gab es in 2021 ja schon mal relativ gute Neuigkeiten für die Anleger. Wir haben euch in unserem letzten Investieren-Video ja schon erklärt, dass es verschiedene Verlustverrechnungstöpfe gibt. Einer davon ist ja für die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Neben diesem Topf gibt es aber noch einen weiteren Topf extra für Verluste aus Aktienveräußerung. Bedeutet also, dass Verluste aus dem Verkauf von Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien verrechnet werden dürfen. Hier war aber der Bundesfinanzhof 2021 der Meinung, dass das so nicht verfassungskonform sein kann und hat die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Um genau zu sein, fand der BFH, dass dieses Verrechnungsverbot dem Recht auf Gleichbehandlung widerspricht, weil ohne sachlichen Grund von der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit abgewichen wird. So findet es jedenfalls der BFH. Aber was würde denn passieren, wenn das Bundesverfassungsgericht der Meinung des BFH jetzt zustimmt? Ganz einfach. Wirklich stark vereinfacht ausgedrückt würden Topf 1 und Topf 2 dann zu einem Topf verschmelzen, sodass dann Verluste aus der Veräußerung von Aktien auch mit anderen Kapitaleinkünften verrechenbar wären. Wichtig ist aber, es würde sich nichts, ich wiederhole nichts, daran ändern, dass Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden können. Denn die werden ja mit einem fixen Steuersatz von 25% versteuert, während alle anderen Einkünfte mit dem individuellen Einkommensteuersatz versteuert werden. Gäbe es dieses Verrechnungsverbot dann nicht, dann könntet ihr eure teuren Einkünfte mit den negativen Kapitalerträgen drücken, obwohl eure positiven Kapitalerträge eben günstiger versteuert werden. Jetzt ist es aber leider so, dass solche Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht unbedingt schnell abgewickelt werden, sodass es noch dauern könnte, bis es hierzu erstens eine Entscheidung gibt und zweitens wird auch dem Gesetzgeber meistens noch eine Frist zur Anpassung der Gesetze eingeräumt. Deshalb kann noch gut Zeit ins Land gehen, bis die Verluste tatsächlich mit allen Kapitalerträgen verrechenbar werden. Was an der Stelle sinnvoll ist, ist, Steuerbescheide, in denen es zu solchen Verlusten kam, die nicht verrechnet werden konnten, unter Verweis auf dieses anhängige Verfahren offen zu halten, indem man dagegen Einspruch einlegt. Außerdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts zu der Auffassung des BFHs auch Auswirkungen auf andere Verlustverrechnungsbeschränkungen wie auf die Beschränkungen für Termingeschäfte haben könnte. Bei denen ist es nämlich so, dass Verluste auch nur mit Gewinn aus anderen Termingeschäften verrechnet werden können und das auch aktuell nur bis maximal 20.000 Euro pro Jahr. Aber auch an dieser Regelung gibt es viel Kritik, sodass sich auch da nochmal was ändern könnte. Wir sind Sarah und Helen, Steuerassistentin und Steuerberater. Das war jetzt erstmal in unserer kleinen Investieren und Steuern-Reihe das letzte geplante Video, aber wenn ihr noch Fragen habt, packt sie uns unten in die Kommentare und dann gucken wir mal, vielleicht ergibt sich da dann doch noch das ein oder andere Video. Bis dann! Ciao! Ciao! Ich weiß, ich wusste nicht, dass wir so krass sind. Ich wusste, dass wir krass sind, aber ich wusste nicht, dass wir so krass sind. Bescheidenheit ist eine Zier, besser ist es ohne ihr. Aktienveräußerungsverlustverrechnung abgeht, denn hier gab es in 2021 schon ganz gute Neuigkeiten für Anleger. Wir schauen uns heute an, was an der Aktienveräußerungsverlustverrechnung abgeht. Wir machen noch mal eine kleine Ergänzung heute zu dem Video von letzter Woche. Da ging es ist nicht aus letzter Woche. Okay. Heute gibt es noch mal eine kleine Ergänzung zu diesem Video hier, denn wir gucken. Jetzt hast du meine Haare eingeklemmt. Das ist so gut. Ja, damit du da gut zeigen kannst.